Pizza auf den Holzkohlegrill. Ja, wie ich das mache, das zeige ich euch heute. Ich stelle euch unter dem Video ein Rezept, wie man einen Pizzateig macht, wie man Pizzasoße macht und was wir so bei mir zu Hause so als Beilage alles drauf tun, weil jeder macht das halt Pizza anders, jeder belegt sie anders, einer so oder einer so. Und deshalb schreibe ich euch alles unten mit rein, was wir verwenden. Ja, ich mache jetzt als allererstes den Anzündkamin so richtig bickebacke voll mit Holzkohlebriketts. Also richtig bis oben hin voll. Und in der Zeit, bis das durchgeglüht ist, kann ich ein Bier trinken. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verspielen, mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Wenn die dann so ziemlich durchgeglüht sind, dann kippt man die einfach aus. Und jetzt mache ich einen Ring außenrum, einen Feuerring, einen richtigen Feuerring. Und ihr müsst aufpassen, dass so wenig wie möglich unter dem Pizzastein liegt. Ja? Umso mehr Hitze unter dem Pizzastein ist, umso dunkler und umso schwärzer wird dann die Pizza. Deshalb so wenig wie möglich in den Pizzastein. So, so schaut es dann aus. Ja? Ja, wenn die Briketts dann alle richtig platziert sind, dann schnappen wir uns den Rost, den Gitterrost, und dem Pizzastein. Also unter dem Pizzastein keine Kohlen, außenrum, ja, außenrum ist das Feuer, die Glut, die Hitze, der Feuerring. Okay, mache ich Deckel zu und heiz nach so 15 bis 20 Minuten auf. Knapp 220 Grad zeigt jetzt der Kessel an. Das ist Pizza la Torte. Pizza la Torte. Die ist auf einem Blech, das ist 32 cm Durchmesser. Der Pizzastein ist 36. Also eine richtige geile XXL Pizza. Jetzt lege ich das mit dem Blech erst einmal auf den Stein, so circa 5-6 Minuten. Schauen wir mal noch, was die erste Pizza macht. So, ja, die geht schon schön runter. Wenn sie nicht mehr festklebt, ja, dann kann man die schön hier auf den Stein schieben. Deckel wieder zu. Jetzt muss man bei der Nähe bleiben. Das dauert jetzt nur ein, zwei Minuten, okay? Weil sonst wird sie schwarz. Und die soll knusprig und lecker sein. Umso mehr Belag auf der Pizza ist, ja, umso länger lasse ich die Pizza auf dem Blech. Ja, weil die dauert dann länger, bis sie schön heiß und durch ist, ja. Und wenn weniger drauf ist, lasse ich sie nur 4, 5, 6 Minuten auf dem Blech. Da muss man mal kurz einmal nachschauen. Ja, und so weiter und so weiter. Weil auf dem Stein wird sie sehr schnell hart. Auf dem Stein soll sie dann nur liegen, damit sie schön knusprig wird. Schön knusprig und ein bisschen braun. Prost. Dann holen wir sie runter. Hä? Oh. Schon schaut es aus. Von unten. Seht ihr das? Und
duschbrich. So, machen wir da den Deckel wieder zu. Gleich kommt Pizza Nummer 2. Pizza Nummer 2. Pizza la Mama. Ja? Ja. So. Deckel auf. Pizza drauf. Deckel zu. Und das Schöne ist immer, zwischen jeder Pizza kann man mal trinken. Prost! Für Pizza Nummer 2 wird es nun Zeit, auf den Stein zu tanzen. Schaut's? Und so flutscht die dann runter. Perfekt. A 2 Minuten, dann ist sie knusprig und fertig. Wir schauen noch Pizza Nummer 2. Pizza la Mama. Ja? Moment. Hört ihr das? Knusprig. Fertig. Jetzt kommt gleich Pizza Nummer 3. Pizza Nummer 3 ist Pizza Töchterlein. So, Deckel auf. Drauf. Und Deckel wieder zu. Auch für die dritte Pizza wird es noch Zeit, sie auf den heißen Stein zu heben. So. Schauen wir mal. Wow. Habt ihr gesehen, wie die runterflutscht? Perfekt. So. Auf geht's für Pizza Nummer 3. Stopp. Ja, schaut. Oh, die bricht schon auseinander, so knusprig ist sie. Guck. Wow. Pizza Nummer 4. Die gehört natürlich mir. Oh, ich hab da drauf. Ja, das Blech bestrichen mit Olivenöl, ganz klar. Dann den Pizzateig drauf. Die Tomatensauce. Aber in Käse. Ja. Ja, Gouda-Käse. Dann Salami. Schinken, Zwiebeln, Knoblauch, Thunfisch, Sardellen. Ja, und noch einmal Käse und richtig Chili und ein wenig Pfeffer. Alles klar. Hauen wir sie drauf. Wir schauen mal rein, was meine Pizza macht. Pizza La Papa. Und. Wow. Wollte ich schon vorhin einmal probieren. Cool, oder? So, Deckel wieder zu. Ja, es ist soweit. Meine Pizza ist fertig. Wir schauen jetzt mal noch. Wow. So. Der Bodentest. Oh, schön hellbraun. Und die probieren wir jetzt aus. Schaut's euch an. Pizza la Papa. Seid ihr bereit? Achtung! Oh! Hört es knacken? Jetzt? Moment! Nehmen wir uns ein schönes Stück Pizza, beißen wir mal von der Nei. Oder Käse tropft.
Hinten. Ein Traum. Hast du das, wie der Boden aussieht? Perfekt gegrillt. Anfangszeit, wo ich mir Pizza gegrillt habe, oh, war der Boden schwarz oder so, also dunkelbraun. Aber jetzt klappt's. Üben, üben, üben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grill. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin sage ich tschüss. Servus. Euer Holger.